Heute geht es um die dunkle Seite von Haribo. Yep, ihr habt richtig gehört. Selbst die bunten Fruchtgummis unserer Kindheit haben ein dunkles Geheimnis und ein paar heftige Skandale. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Schluss an. Es tut mir ja leid, sogar die Haribos muss ich euch kaputt machen. Denn Freunde, selbst diese kleinen Fruchtbärchis haben ganz schön viel Dreck am Stecken. Bevor wir uns aber der düsteren Seite von Haribo nähern, ganz kurz zur Geschichte des Unternehmens. Haribo wurde 1920 von Hans Riegel in Bonn gegründet. Ach ja, und deswegen heißen Haribo auch Haribo. Die ersten zwei Buchstaben seines Vor- und Nachnamens ergeben Harry. Und da er in Bonn geboren wurde, nahm er diese zwei Buchstaben für das Ende des Namens, also Haribo. Hans Riegel fing seine kleine Produktion mit seiner Frau damals an und wurde zu einem Konzern mit 7000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 3 Milliarden Euro jährlich. Tschüss. Okay, Freunde, so viel zur Geschichte, aber jetzt wird es düster und cringe. Vor allem cringe. Freunde, die kleinen Gummibärchen hießen nicht immer so. Ich bin der Goldbär von Haribo und frage euch, kennt ihr schon den kleinen Unterschied? Am Anfang hießen sie Tanzbären und der Ursprung dieser Bezeichnung hat eine düstere Geschichte. In Europa waren Tanzbären nach dem Ersten Weltkrieg eine große Attraktion. Die Bären mussten alberne Kleidung tragen, Kunststücke aufführen und für die Zuschauer tanzen. Im Regelfall wurden auch ihre Zähne entfernt, damit sie für Zuschauer und Trainer keine Gefahr waren. Mit einer Eisenzange und einer rostigen Rosenschere werden Mariana die Krallen gekappt. Regelmäßig ist diese tierquälerische Tortur fällig. Bei der Ausbildung der Bären geht es nicht ohne gewaltsame Methoden. Nicht die Lust oder das Talent bringen die Bären zum Tanzen, sondern Schmerz und Angst. Die Halter stechen entweder ein Loch durch die Oberlippe oder die Nase des Bären, um darin einen Strick oder eine Kette zu befestigen. Bei vollem Bewusstsein stechen die Männer ihr einen Eisenstift durch die Schnauze ein. Oder sie durchbohren für diesen Zweck den Gaumenknochen. Empfinden dies nicht als Tierquälerei. Von Kindheit an sind die Bärenmänner an die grausame Prozedur gewöhnt. Indem man dann einen Strick oder Kette zieht, lassen sich die Bären lenken. Nach den Auftreten ist die Qual für die Tanzbären nicht zu Ende. An einem Baum oder einer Mauer angekettet, verbringen sie die Zeit bis zum nächsten Arbeitstag. Die Halter sind oft arm, entsprechend ist die Ernährung der Bären einseitig und schlecht. Obwohl viele Staaten es mittlerweile verbieten, solche Tanzbären zu halten, gibt es sie noch immer. Solange Touristen Geld geben, und sei es nur aus Mitleid, ist es zu befürchten, dass es diese auch weiterhin geben wird. Von dem traurigen Ursprung des Namens kommen wir jetzt ohne richtige Überleitung zu den Inhaltsstoffen der Haribos. Freunde, und die wollt ihr nicht hören. Dabei weiß doch jeder, dass die aus ganz leckeren Goldbeerenzutaten hergestellt werden, nach einem uralten Geheimrezept. Das ist wie die Wurst, wo man weiß, dass man nicht wissen will, wie sie gemacht wird. In den Dingern sind Zucker, Farbstoffe, Aromen, Stärke und Gelatine. Vor allem die Gelatine sorgt dafür, dass Gummibärchen ihre Konsistenz haben. Doch was genau ist Gelatine und wie wird sie hergestellt? Dafür braucht man tierisches Protein, ein bestimmtes Eiweiß, das man aus der Haut und Knochen verschiedener Tiere gewinnt. Vor allem von Schweinen, da sie günstiger sind. Die Gelatine quillt im Wasser und löst sich bei 50 Grad auf. Diese Zutat bezieht Haribo von einem Lieferer namens Gelita und die Schweine, die für die Herstellung gewonnen werden, bezieht Gelita wiederum von einem Unternehmen namens Westfleisch. Auch wenn man es ungern hört, muss man dennoch wissen, was man zu sich nimmt. Die Videoaufnahmen sind wirklich, wirklich heftig und ich versuche euch nicht zu viel zu zeigen. Trotzdem kleine Triggerwarnung. In den Ställen von Westfleisch gab es massive Probleme mit Kannibalismus, da die Tiere sich dort selber fressen durch die grausamen Bedingungen. Kranke und verletzte Tiere wurden oft nicht getrennt oder behandelt. Sie lagen oft mit blutigen Wunden im Stall. Man sieht in den Aufnahmen blutige und kotverschmierte Tiere. Entzündete Schwanzstummel, schwere Gelenkschwellungen, offene Wunden. Ein Tier lag tot, mitten zwischen den anderen. Haribo spricht zwar immer von hohen Qualitätsstandards und der Achtung von artgerechter Tierhaltung, arbeitet aber trotzdem mit einem Unternehmen wie Westfleisch zusammen. Ein Statement zu diesem Fall gab es weder von Haribo noch von Gelita. Der Kauf von Produkten mit Gelatine fördert also extremes Tierleid. Mittlerweile gibt es Gummibärchen auch in vegetarisch und vegan und ganz ehrlich Leute, die Konsistenz ist mittlerweile auch richtig gut und geschmacklich sowieso geil. Kann man mal probieren. Okay, Goldbeeren haben einen ganz besonderen Glanz. Damit das so ist, wird ein bestimmtes Wachs von einer Palmenplantage in Brasilien eingesetzt.
So bunt die kleinen Bärchis auch sind, die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen sind es nicht. Arbeiter schuften sich dort bei 40 Grad im Schatten kaputt. Sie schneiden die Palmwedel mit 12 Kilo schweren Stangen von den Palmen. Und das ist nicht ungefährlich, denn die Palmen haben lange Stacheln, die tiefe Verletzungen verursachen können. Es gibt keine Schutzkleidung und Toiletten und frisches Wasser ist auch nicht selbstverständlich. Und Freunde, die Arbeitszeiten, die kann man nicht mit unseren vergleichen. Sogar Kinder werden diesen Bedingungen ausgesetzt. Je nach Ertrag können die Mitarbeiter bis zu 10 Euro verdienen. Das ist mittlerweile, keine Ahnung, 1,5 Döner. Ich weiß, sie machen gerade auch eine scheiß Phase durch mit den Energiepreisen. Aber Freunde, wir dürfen trotzdem nie vergessen, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, denen es deutlich schlechter geht als uns. Und ja, man darf auch über seine eigenen Probleme meckern. Aber dennoch, Leute, dennoch. Es gab schwere Rassismusvorwürfe gegen Haribo. Es ging dabei um den Skipper-Mix. Dieser bestand aus Lakritze und sollte wie Dinge aussehen, die ein Seefahrer auf seinen Reisen sammelt. Doch Kunden fanden einige dieser Motive ziemlich unpassend. Die Figuren in den Tüten hatten die Form von Masken und Gesichter, die an afrikanische, asiatische oder indische Kunst erinnerten. Der Skipper-Mix wurde zwar aus dem Handel genommen, aber online könnt ihr ihn immer noch bestellen. Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr die Vorwürfe gerechtfertigt oder ein bisschen übertrieben? Das Bundeskartellamt hat Haribo wegen verbotener Absprache zu einer Millionenstrafe verurteilt. Intensive Recherchen der Behörden deckten einen Skandal auf. Betroffen sei das rote und gelbe Gummibärchen. Seit Jahren sollen sich die beiden mit illegalen Methoden einen erhöhten Marktanteil in den Packungen verschafft haben. Vor allem das weiße Gummibärchen musste durch diese Methode darunter leiden. Aufgeflogen sei der Skandal durch eine Selbstanzeige des grünen Bärchens. Das orangene Bärchen äußerte sich zu keiner der beiden Parteien. Der Wahnsinn konnte zum Glück von den Behörden gestoppt werden. Ob das weiße Gummibärchen weitere juristische Schritte einleiten wird, ist noch immer unklar. Okay, Freunde, das war natürlich nur Satire, die der Spiegel veröffentlicht hat. Aber vielleicht haben die beiden Bärchis doch ein wenig Dreck am Stecken. Haribo hat sich dazu verpflichtet, Werbung nie an Kinder unter 12 Jahren zu richten. Meiner schmeckt nach Orange. Wenn man zwei beißt, macht das, dann mischt sich das. Ich liebe dich. Echt, ich auch. Denn Kinder und Jugendliche konsumieren laut Experten 4-mal mehr Zucker, als sie sollten. Sie sind zu dick, zu schwer und zu bequem. Wie oft isst du das? Eigentlich ganz schön viel. 15,4 aller Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren sind übergewichtig. 6 gelten sogar als fettleibig und die Zahlen steigen. Am liebsten esse ich Eis und am liebsten esse ich nicht Brokkoli. Ja, Freunde, ich bin jetzt auch nicht, aber trotzdem. Dank der Kraft der Influencer. Nächste Idee, badende Gummibärchen, komplette Badewanne voller Gummibärchen. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr es sehen wollt. Mit ihrer jungen Community können Unternehmen ihre Werbebotschaft ganz sneaky an den Eltern vorbeischmuggeln und direkt ins Kinderzimmer und auf das Handy junger Menschen. So macht das übrigens auch McDonald's oder Coca-Cola. Apropos McDonald's und Coca-Cola. Coca-Cola und McDonald's wollen nicht, dass ihr diese Videos seht. Ansonsten, Freunde, kann ich abschließend nur sagen, es gibt richtig gute Alternativprodukte. Es ist nicht mehr so, dass man so krass auf Sachen verzichten muss. Man muss nur seine Gewohnheit ändern und, ja, sagt der Typ, der zu viel von dem Zeug trinkt. Geht jetzt.